Hallo und herzlich willkommen auf Lorella.de. Ihr hattet da als Aufgabe den Rest der letzten vollständigen Induktion, nämlich das Engquadrat größer ist als 2n plus 1, zu beweisen. Nun, wir mussten ja zeigen, dass es für n größer gleich 5 gilt, damit wir die letzte Induktion als bewiesen erachten können. Tatsächlich können wir schon zeigen, dass es für n größer gleich 3 gilt. Das ist eine stärkere Behauptung, ja? Das ist schon nach einem früheren Zeitpunkt diese Behauptung gilt. Nun wollen wir das mal anhand unserer Struktur, wie wir sie für Induktion kennen, beweisen. Induktionsanfang, n gleich 3, ist hier vorgegeben. Das heißt, wir schauen, 3 ins Quadrat ist 9. Und das soll größer sein als 2n plus 1, größer als 2 mal 3 plus 1. 6 plus 1 ist 7, 9 ist größer als 7, also korrekt. Nächster Punkt, Induktionsschritt. Wir wollen jetzt also annehmen, dass wir für ein beliebiges, aber festes n unsere Behauptung haben, nämlich die Behauptung n Quadrat größer 2n plus 1 für n größer gleich 3. Nun, wenn wir das haben, das annehmen, dann wollen wir die Induktionsbehauptung zeigen, nämlich dass wir gerade für n plus 1 die gleiche Behauptung haben, nämlich n plus 1 in Klammern zum Quadrat ist größer als 2 n plus 1 plus 1. Nun, das können wir noch ein bisschen vereinfachen. Da steht dann 2n plus 2 plus 1, also 2n plus 3. Das heißt, wir müssen zeigen, dass n plus 1 ins Quadrat größer ist als 2n plus 3. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unser Induktionsbeweis, nämlich n plus 1 ins Quadrat ist eine erste binomische Formel. Das heißt n Quadrat plus 2n plus 1. Und nun müssen wir das so umbauen, dass wir da ein größer als 2n plus 3 drauf bekommen. Nun, da können wir natürlich die Induktionsannahme wieder benutzen. Wir wissen nämlich, dass n Quadrat größer ist als 2n plus 1. Das heißt, dieses n Quadrat, das wir hier stehen haben, das ersetzen wir mit 2n plus 1. Was bleibt übrig? Nochmal 2n plus 1. Also hier nochmal plus 2n plus 1. Das schreiben wir zusammen. 2n plus 2n sind 4n. 1 plus 1 ergibt 2. Haben wir 4n plus 2. Nun, wie wollen wir jetzt hier auf die 2n plus 3 kommen? Wir können nämlich zeigen, dass wir 4n plus 2 ist größer als 3n plus 3. Warum gilt das? Das können wir uns mal kurz veranschaulichen. Wir machen ein n weniger, aber für eine Zahl mehr. Nun, aber n ist größer als 1, sogar größer als 3. Das heißt, wir nehmen hier deutlich mehr weg, als das wir dazu machen. Das heißt, das, was wir vorher hatten, ist deutlich größer als das, was wir danach haben. Das heißt, deswegen gilt dieses Größerzeichen. Nun, 3n plus 3 ist natürlich auch größer als 2n plus 3. Wenn wir noch ein n wegnehmen, wird es natürlich noch mal kleiner. Und 2 plus 3 sind das, was wir zeigen wollten. Dadurch haben wir also unsere Induktion bewiesen. Damit haben wir diese Aussage bewiesen und gleichzeitig auch noch die Aussage der vorherigen Induktion.